ich habe jetzt auf dem Weg René und Steffen getroffen, die mich jetzt hier zur Khaosan Road geschleppt haben, weil sie meinten, dass das die absolute Meile ist zum Weggehen. Die sind aber beide sehr schüchtern, deswegen kann es sein, dass sie mir jetzt gleich eine Abfuhr geben, weil sie gar nicht gefilmt werden wollen. Aber vielleicht ja doch. Wollt ihr etwas dazu sagen? Wollt ihr uns ein paar Tipps geben? Ich kenne sie nicht. Gehen Sie weg von mir. Gehen Sie weg. Also du hast jetzt noch die Möglichkeit, gehen was sie Nettes weg. Zu sagen. Mann, seid ihr scheiße! Aber René ist jetzt schon seit einem Jahr unterwegs und Steffen ist gestern erst losgeflogen. Er ist nämlich gestern hier erst in Bangkok angekommen. Der muss nämlich hier noch ganz, ganz viel entdecken. Aber René ist nämlich in zwei Wochen schon wieder zurück in Deutschland. Mama, ich rauche gar nicht. Das hat die reingeschnitten. Aber er möchte nicht gefilmt werden, deswegen respektieren wir das natürlich, dass er nicht gefilmt werden möchte. Also, habt ihr jetzt hier ein paar Tipps oder nicht? Khaosan Road oder überall hier irgendwo irgendwas. Also? Übrigens, hier ist es so warm, der Schweiß, der läuft nur so. Aber erzähl mal. Also ich habe keine Ahnung, was für einen Tipp ich euch geben kann. Du hast jetzt die Chance zu glänzen. Oh, ich kann nicht glänzen. Doch, du glänzt. Ich bin gerade voll nervös. Hast du nicht? Einfach handeln. Mach immer, ein Drittel von dem Preis und dann hast du einen guten Preis. Genau, du hast doch vorhin irgendwas gesagt mit mal 10. Ja, das, ja. Erzähl nochmal. Los. Nein, da muss ich jetzt ausholen. Das dauert ja, erzähl mal. Zu lang. Nee, sag mal. Zu lang. Er meinte nämlich vorhin, dass man jeden Preis, den man irgendwie hat, wenn man sich ausrechnet, kostet irgendwie 5 Euro, muss man immer mal 10 rechnen und dann hätte man so den deutschen Preis. Ist das so richtig? In etwa? Ja. Ja, gut. So, und man würde ja auch nicht 50 Euro für ein Taxi für 2 Kilometer zahlen, deswegen zahlt man die ja auch nicht hier. Auch keine 5 Euro. So, aber so viel dazu. Die beiden wollen einfach nicht reden. Die sind einfach zu schüchtern. Aber wir werden jetzt hier erstmal noch ein Bierchen genießen. Ein kühles, blondes, kühles, nicht? Hier in diesem Khaosan. Ja, bei Bier bin ich immer dabei. Saufen, ne? Ja, saufen. Und Party. So, und hier noch ein paar Eindrücke zur Straße. Zur absoluten Weggehmeile. So, wir sitzen jetzt hier. Wo sitzen wir nochmal hier? Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, wie der Laden hier heißt. Fang nochmal an. Nochmal neu, Cut. Nein, kein Cut. Wir sitzen hier irgendwo auf jeden Fall super chillig, hatten hier schon ein. Was ist das? Camera is on. You want to say something? Make a name. No. Wir hatten hier schon ein Changbier. Und René verabschiedet sich jetzt von uns, weil er jetzt nach. Koh Samui. Wohin da? Ja, Koh Samui. Ja. Ich nehme jetzt den Bus. Ich fahre jetzt zum Ort, wo ich die Fähre nehmen kann, zu Koh Samui. Das ist Suratani, ja. Mann. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall war hier sehr chillig und wir verabschieden jetzt René. Also guten Weg. Ne? Und danke schön. Und alles Gute für dich. Okay. Viel Spaß bei dem Video, das sie gemacht hat.